Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei The Long Dark im langen Dunkel. Und wir haben in der letzten Folge ein paar Vorräte gesammelt und so, ne? Und müssen jetzt einmal gucken, weil wir brauchen halt auch selbst relativ viel Essen. Deswegen müssen wir gucken, wie wir die Vorräte für die Oma noch voll bekommen, diese 20.000 Kalorien. Da kümmern wir uns diese Folge ein bisschen mit drum. Und jetzt würde ich aber gerne erstmal schauen, dass wir. Warte mal, hier steht noch irgendwas? Nee. Dass wir hier den Tresor noch geknackt bekommen, wie in der letzten Folge versprochen. Ne? Und während ich das versuche, ich suche erstmal nach dem Code, während ich nach dem Code suche hier, lasst ihr mir auf jeden Fall gerne mal ein Like da, einfach um dem Algorithmus zu zeigen, dass es kein Trash-Video ist. Und ich suche mal hier diesen Code gerade. Mal sehen, ob ich da irgendwas finde. Eigentlich sieht das hier so aus, als wenn das so der Code wäre, aber hier ist er halt nicht. Aber wenn dann vielleicht auch ihr hier im Manager's Office. Haben wir hier noch? No more cash. Okay. Warte, wir haben noch den Schlüssel vom Managers Haus, ne? Also vom Haus vom Bankenmanager. Vielleicht finden wir da drin ja einen Code. Ne, das könnte ja sein, dass er den Code dort aufbewahrt. Das bedeutet, wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Und ich schaue jetzt mal diese Häuser hier in der Straße an, solange es noch hell ist alles, ne? In der Hoffnung, dass wir irgendwann noch genug Essen und sowas finden. Hier ist alles zu. Was haben wir denn hier noch? Hier sind Kisten. Ich kann nicht springen. Mann, warum kann ich nicht springen? Ich versuche mal darüber zu schleichen. Ah, nee, die kann ich nur zerlegen. Okay. Dann wieder weg. Möchte mich nicht mit dem Wolf anlegen müssen. Was eh nur daraus bestehen würde, dass ich wegrenne. Ich glaube, ausrichten kann ich gegen den nicht so viel. Oh, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir uns irgendwas brechen oder so. So, dann gucken wir mal hier rein. Das ist Milton House. Okay. I better take this food. Ja, bisschen Kondensmilch. Hier haben wir nix. Oh, hier ist aber wirklich gar nichts mehr, ne? Bisschen Stoff, das ist schon mal ganz gut. Aber so essenstechnisch wird es richtig schwierig, außer wir jagen halt wirklich noch ein bisschen. Aber das muss ich halt auch erstmal hinkriegen. Na, also ich meine, so wie in der letzten Folge, so wird es halt nicht so schnell was. Hier könnten wir Feuer machen, wenn es drauf ankommt. Paar Streichhölzer. Sind noch Bücher. Ja, komm, die nehmen wir als Brennholz für die Oma mit, ne? I can always use more food. Ein paar Laufschuhe. Einmal. Weil die sind wahrscheinlich kälter, oder? Noch nicht mal unbedingt. Na, okay, doch. Ja, gut. Ich nehme es mal mit, vorsichtshalber, ne, für den Fall. Vielleicht können wir die nochmal ordentlich reparieren. Aber wir können halt auch die Dings noch ordentlich reparieren. Die Wanderschuhe, die wir haben, die können wir auch noch ordentlich reparieren. Deswegen würde ich das mit den Laufschuhen erstmal sein lassen. Glaube ich. Aber wir können sie natürlich. Also die Schuhe weiß nicht genau, aber die Socken und so. Oh, Daunenweste. Und ein Schal. Geil, warte mal. Accessoires. Nee. Die ist für hier. Oh, schade. Und wo können wir den Schal tragen? Okay, die bringen uns beide nichts. Na, schade. Schade. Sonst haben wir hier erstmal nichts weiter. Ah, hier haben wir noch nicht geguckt. Landfuel could be useful.
So, ich gehe mal hier raus. Vielleicht sehen wir dann alles aus einer anderen Perspektive. Hier haben wir keinen Eingang, ne? Nope. Leider nicht. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Ne, leider auch nicht. Okay. Dann gucke ich mal da. Vielleicht gibt es da noch irgendwas in diesem zerfallenen Haus hier. Na, da komme ich gar nicht rein. Und auch außenrum gibt es wahrscheinlich auch nichts, so wie es aussieht. Außer Bretter, die ich nicht zerlegen kann. Na, schade. Okay, aber ich nehme mal noch ein paar Steine für den Fall, dass wir doch noch ein paar Hasen finden. Weil eigentlich ein bisschen sollte ich schon noch jagen. Weil sonst kriegen wir das niemals voll, oder? Diese 20.000 Kalorien, ohne zu jagen, kriegen wir die, glaube ich, nie voll. Kohle. Ah, krass, die brennen wahrscheinlich ewig, ne? So, waren wir hier schon drin? Was ist das denn? So, ich guck mal. Wenn wir noch nicht drin waren, dürfte er... Ah, gut, okay. Ah doch, neuen Ort entdeckt. Okay, na dann waren wir hier auch noch nicht. Das ist immer ein bisschen beunruhigend. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so gewöhnt von Scum und sowas, dass wenn man so im Haus rumfleischt, dass dann halt die ganze Zeit irgendwo irgendwelche Zombies auftauchen können und so. Und deswegen denke ich die ganze Zeit bei so kleinen Geräuschen, dass gleich irgendwie ein Zombie um die Ecke schleicht oder so. Da kommen noch ein bisschen, ein paar Kalorien. Bitte, 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 bitte. Wenigstens ein bisschen was. Aber ich muss halt auch wieder bös viel essen. Um wie. Oh, hier ist natürlich nichts mehr. Muss noch richtig, richtig viel essen, dass ich wieder auf gescheite Kalorien komme. Für mich selbst, ne? Bankschließfachschlüssel 7. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal einen großen Tresor öffnen, wahrscheinlich. So, die Bücher geben mir zu wenig Brennwert, ehrlich gesagt. Für das Gewicht. Naja, keine so eine große Ausbeute. Vor allem, wir finden halt relativ viel, also von den anderen Sachen finden wir relativ viel, ne? Aber Nahrung ist halt wirklich schwierig. Was haben wir hier? Nix. Na gut, dann gehen wir halt mal hier rein. Milton House. I could use this. Beef Jerky. Wuhu. Allerdings so schlecht, dass ich es wahrscheinlich auch der Oma gebe. Aber egal. Die Oma braucht auch, muss auch auf ihre Kalorien kommen. Signalpatrone. Nehme ich natürlich alles sehr gerne. Oh, Thermounterwäsche, sehr cool. Die könnte tatsächlich wärmer sein als das, was wir gerade haben. Erstmal schauen. Wo sollen die hinkommen? Hä? Die muss doch hier irgendwo, oder? Oder hier? Nee. Nee. Ah, die sind aber doof. Muss ich nochmal gucken. So,
So, Kühlschrank ist natürlich leer, Gefriere wahrscheinlich auch. Tränenreicher Brief. Ich will das nicht tun, aber ich habe keine Wahl. Ich kann nicht mehr in Milton bleiben. Es ist einfach zu leer und traurig. Ich weiß, dass ich dir versprochen habe, mit dir durch dick und dünn zu gehen, aber dazu bin ich einfach nicht bereit. Es tut mir sehr leid. Ich sende dir Essen, sobald ich auf dem Festland bin. Dort sollte es mehr geben. Na, dann mal hoffen, dass er auch Essen geschickt hat. Oder er, je nachdem. This don't come in handy. Na, bisher sieht es ja nicht so aus. Na, ein bisschen Sardinen. Okay. Ich will mich ja nicht beklagen, ne? Da oben waren wir schon, glaube ich. Und das Haus vom Bankdirektor haben wir immer noch nicht gefunden. Oh, Canada. Na, 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 na. Ah, hier ist das Haus. Ah, okay. Das dürfte das Haus vom Bankdirektor sein, so wie es aussieht. So. Komm, ein bisschen Altholz. Können wir noch einen Kamin anmachen? Sehr cool. Oh, so ein Kaminofen ist halt schon geil, ne? So im Winter, wenn es dann kalt ist und so. Da kommt man rein, macht sich dann so schön. Ich glaube, das esse ich aber gleich. I better take this food. Okay. Nicht viel, aber ein bisschen mehr als in den anderen Häusern. Ich gucke immer erstmal überall, dass alles in Ordnung ist. Ich weiß nicht, irgendwie brauche ich das. Brauchbarer, einfacher Parker. This pack is getting kinda heavy. Ja, das ist gut. Das Haus machen wir noch, dann gehen wir zurück zur Oma. Ein paar Sachen ausladen. Neuer, dünner Wollpullover, auch gut. That'll come in handy. Aber langsam wird es auch dunkel, ne? Mache ich nochmal die Lampe an? Ah so. Komm, wir haben jetzt so viel Lampenöl gefunden. Da kann ich mal ein ganz kleines bisschen, weil hier müssen wir halt den Code finden in dem Haus. I can always use more food. Banktresorcode 1938. 1938. 1938. 1938. Vielleicht sollte ich mir das irgendwo aufschreiben. Okay. Sollen wir zuerst in die Bank oder sollen wir zur Oma erstmal wieder? Kann ich in die wegstecken? Ich glaube, wir gehen zumindest mal das Holzzeug einlagern, ne? Die Bank ist ja direkt gegenüber, aber das Holzzeug lagere ich kurz ein, dass ich wieder ein paar Sachen tragen kann. Weil bestenfalls finden wir noch ein paar. 1938. Übrigens der Code, ne? So. So, zweimal Altholz. Hier sowas wie die aufgerollte Zeitung, kann sie auch gerne haben. Soll ich hier ein... Komm, ich probiere mal ein Kohleding aus. Wie sieht's denn dann aus? Das ist jetzt die Vorräte. Na, reicht noch nicht, okay. Dann haben wir noch ein paar Bücher. Und eine Kohle würde ich aber gerne für uns behalten. Nur für den Fall, dass wir irgendwann Kohle brauchen. Und komm, ich lager gerade noch ein paar Dingens ein. Bisschen Essen. Nein. So.
So, alles unter 50% kriegt sie eh mal. Und da müssen wir gucken, wie wir noch haben. Also das ist noch ganz gut. Die würde ich jetzt vielleicht gleich essen. Hat die Kalorien? Das sieht man halt nicht, ne? Wie viel Kalorien das tatsächlich sind. Komm, da kriegst du noch ein bisschen Kräutertee. Brauchen wir auch nicht so viel. Und eine Dose Kaffee. Ach so, warte mal. So. Die Sachen behalten wir mal alle. Zumal wir jetzt auch erstmal noch was essen müssen. So. Feuer. Essen hier. Ich weiß nicht, ob der Kaffee auch Kalorien hat. Ich glaube aber nicht wirklich. So, dann sind wir wieder bei halb voll. Komm, jetzt gehe ich aber noch... Was haben wir denn eigentlich noch dabei, das so schwer ist? Achso, wir müssen noch eine ganze Menge Klamotten zerreißen und so, ne? Aber egal, jetzt geh ich kurz rüber. Noch zur Bank. Das machen wir jetzt noch ganz schnell, bevor es dunkel wird. Und dann nutzen wir die Dunkelheit im Haus der Oma, um solche Sachen zu machen, wie die Klamotten zu zerreißen, unsere Klamotten noch besser wieder auf Stand zu bringen und so. Halt. So. Aber hier mache ich das natürlich an. Also. Warte, so rum. 19. Und 8. Übrigens nicht wundern, dass ich das so hin und her mache. Bei echten Tresoren kommt es dann übrigens sogar noch darauf an, dass du dann... Also da musst du, je nachdem wie viele Zahlen das sind, dann erstmal dreimal nach links, dann zweimal nach rechts, dann einmal nach links und dann aufmachen. Also erst dreimal nach rechts drehen und dann beim dritten Mal... um die eigene Achse drehen quasi, da kannst du dann den Code erst aussuchen. Schwer zu erklären, aber... I think I can use this. Nur Bargeld, Signalpatrone. Was haben wir sonst noch? Eigentlich legt man Bargeld auch nicht in sein Bankschließfach, ne? So. Too heavy. Okay. So riesig war die Ausbeute jetzt nicht, aber was soll man machen? Kriegen wir das mit dem auch noch hin? Warte, ich mache erstmal so rum. So, hier war das irgendwo, ne? 5, 6, 6. Ist die erste Zahl. Okay, 6 und dann irgendwie 54 oder so. 6. Und dann... Ah, und 16, okay. Also. Ah, ich muss erst richtig verwerfen. 6. Ah, hier ist 6. Das, daran liegt es. 54. Und 16. Oder 14 oder so. Irgendwas um den Dreh.
So. 15 war es, nicht 16. Das ist kein Handy. Ja, gut, so eine geile Ausbeute war das nicht, aber haben wir wenigstens den Tresor noch geknackt. Und dann gehen wir mal zurück zur Oma. Ich renne mal ein bisschen, das können wir uns jetzt kurz leisten. Und dann zerreißen wir erstmal eine ganze Menge Stoff und so. So. Also haben wir irgendwo was Besseres. Das ist nicht besser, das ist natürlich auch nicht besser. Nope, nope. Dann kann ich ja die hier eigentlich zerlegen. Und dann den Schal einmal zerlegen. So. Den haben wir schon automatisch an. Sehr gut. Hier hätten wir noch die hier, aber die ist halt auch nicht gut. Das heißt, die zerlege ich auch mal. Oh, der wäre halt für die Wärme besser, aber schlechter bei Wind. Aber auch wiederum besser bei Regen. Vielleicht ziehen wir den an. Und den können wir noch ein bisschen... Nee, den können wir nicht mehr reparieren. Der ist schon gut. Zerlegen bitte. So. Das auch. Und dann reparieren wir erstmal unsere gesamten Klamotten. Oh, wir hatten eine Verstauchung. Oh, wir haben wirklich nicht aufgepasst beim Loch. Oh. Ah, die Cargohose hat auch direkt angezogen. Perfekt. So, die Socken sind wahrscheinlich alle schlechter. Ja, komm, dann. Auch weg damit. Dauert jetzt halt einen kurzen Moment, aber ich hoffe, das ist okay. Und vor allem haben wir dann halt wirklich bessere... Dann können wir draußen halt auch länger rumlaufen und so. Das hat ja alles nur Vorteile, ne? Also lieber jetzt darin investiert, dass wir später nicht mehr so viel Zeit brauchen für alles. So. Und jetzt haben wir erstmal einiges an Stoff. Die hier kann ich noch... Die sind temperaturtechnisch halt besser... Aber so, aber halt, na gut, eigentlich nicht so richtig. Getrocknetes Leder, geil, damit kann ich die Schuhe reparieren. So, dann würde ich hier gerne einmal reparieren. Erstmal mit, ne, erstes angefangene aufbrauchen. Wo sind die 84? Ja, komm. Das reicht erstmal. Die sind bei 69, 34. Dann mache ich erstmal die hier. Jetzt haben wir hier so viel Stoff, jetzt brauche ich da auch nicht rumgeizen mit. So, das noch einmal reparieren. Okay, 91 passt, glaube ich. 81 repariere ich trotzdem. Jetzt haben wir es ja, ne? Und dann sparen wir auch wiederum Gewicht, ne? Das ist ja auch ganz gut. Die müssen wir dringend reparieren. Zweimal wahrscheinlich. So.
Komm, 76 machen wir auch mal. Und dann müssen wir aber irgendwann demnächst mal schlafen gehen. Oh, und wir müssen was trinken. Das mache ich jetzt noch. Und dann gehen wir kurz schlafen. Ein paar Stunden mal. Bis wieder einigermaßen hell ist. Also erstmal was trinken natürlich. Und eigentlich was essen. So, warte. Erstmal satt trinken. Und dann hier, komm. Runter damit. Oh, das war nicht so gut. I just wanna die. Oh, Alter, wie viel wir essen müssen, bis wir die Kalorien oben haben, ey. Okay, das mit dem Essen sammeln, wir müssen wirklich, glaube ich, jagen gehen. Anders kriegen wir das, glaube ich, nicht mehr hin. Vor allem, weil wenn wir jetzt schlafen, also jetzt gehe ich da hoch und schlafe eine Runde. Und dann... Ja, alles gut. Und dann haben wir das gleiche Problem wieder, ne? Dann sind wir schon wieder irgendwie die Hälfte der Kalorien los. Boah, das ist echt ein bisschen... Also das Kalorienmanagement ist echt ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Vor allem halt, wenn du überlegst, dann isst du so einen halben Kilo Hasenbraten und bist noch nicht satt. Also... Das finde ich halt wirklich schwierig. Na gut. Wir gehen mal schlafen. Aber ich glaube, die muss ich erst ausmachen, oder? Warte. So. Und dann schlafe ich mal so 4 Stunden vielleicht. Ich guck mal, wie hell es dann ist. Eigentlich sollten wir... Nee, komm, wir trinken vielleicht noch einen Kaffee. Ja, ich weiß, tut mir echt leid. Tut mir sorry. Wir machen mal noch einen Dosenkaffee. So... Vielleicht esse ich in der Zwischenzeit nochmal was. Wir essen halt wie blöd, ne? Das ist halt richtig dämlich eigentlich fast schon, wie viel wir essen müssen. Ist es zu viel? Ich glaube, das ist zu viel, oder? Na, okay. Ist sich gerade ausgegangen. Jetzt sind wir bei 100%. Ja, komm. Der Kaffee regelt es. Und ich meine, letzten Endes, Schlaf ist ja auch kein adäquater Ersatz für Kaffee. Und da müssen wir, glaube ich, echt jagen gehen. Was haben wir denn sonst noch so für Quests? Warte mal. Wegelagerei ist relativ weit weg. Schließe die einzelnen Lektionen des Überlebenstrainings ab. Zusätzliche Vorräte. Wir gucken gleich mal auf der Karte. So, den trinken wir einmal. Und dann dürfen wir wenigstens die Boah, ich glaube, wir gehen doch nicht jagen. Dafür ist das Wetter dann doch zu krass. Aua, das war nicht so gut. Dann gehe ich mir mal das Post Office anschauen vielleicht heute. So. Mich nervt, dass man nicht springen kann. Und ich gucke natürlich hier, ob es da noch irgendwas gibt. Auch wenn die Autos echt selten was haben, muss ich tatsächlich sagen.
Nein! Das hier. Okay. Während ich jetzt zum Eingang laufe, würde ich tatsächlich die Folge an der Stelle schon mal beenden. Ne? Schön, dass ihr dabei seid. Lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like oder ein Abo da. Ne? Wie es im Post Office aussieht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Lasst mir gerne mal, wie gesagt, ein Like oder ein Abo da, einfach um meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.